So, wir sind zurück bei Kiri. Schauen wir mal, was sie hier tut. Ja, abgesehen davon, das ist das Kraut, das wir brauchen für. Aber Moment, das ist die Heilpflanze, die wir. Oder? Moment. Moment, da gibt es ja. Wo ist das? Gegenstände, Schlüsselgegenstände, Notiz des Arztes. Heilpflanze erhält dich bei Erif. Natürlich ist es in der Kirche und nicht bei ihr zu Hause. Das heißt, es fehlt nur mehr das Behemoth-Horn im unterirdischen Labor und dann müssen wir wahrscheinlich den Behemoth besiegen. Und das ist wahrscheinlich nicht so einfach, aber das schauen wir dann gleich. Zuerst mal Kiri besuchen. Ich habe nichts getan. Das muss eine Verwechslung sein. Kiri. Kiri? Noch nie gehört. So ein schöner Name. Kann man glatt neidisch werden? Hallo? Ein Freund von uns hat gesagt, dass du ihm sein ganzes Geld gestohlen hättest. Ach, darum geht's euch nur. Ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. What the fuck? Jetzt erinnere ich mich. Bist du nicht dieses Klatschmaul aus Sektor 5? Ja. Das könnte ich gewesen sein. Hatte mal so eine Phase. Aber sag mal, dieses Schwert kenne ich doch. Du bist der Alleskönner, von dem alle reden, oder? Was habe ich für ein Glück! Du musst mir helfen! Shinra ist hinter mir her! Hast du die etwa auch beklaut? Nein, das war ein Missverständnis. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die von Shinra waren. Und ich habe doch eh nur diesen einen blöden Schlüssel mitgehen lassen. Dafür muss man mich ja nicht gleich durch die Gegend jagen. Du hast also den Schlüssel geklaut. Ist das Ding so wichtig, dass sich das schon rumgesprochen hat? Aber das wusste ich doch nicht. Wenn man mich dafür umbringt, muss ich mich mein Leben lang verstecken. Kiri. Bitte, Kiri. Gib unserem Freund zurück, was du ihm gestohlen hast. Und den Schlüssel kannst du mir geben. Vergiss es. Dann habt ihr, was ihr wollt und lasst mich allein. Wer soll mich denn dann beschützen? Ich nicht. Ich nicht. Um Shinra kümmern wir uns schon. Also gib uns den Schlüssel. Versprochen, ja? Die Typen von Shinra sollten jetzt gerade am Kolosseum rumhängen. Sie warten bestimmt auf mich, bin nämlich für ein spezielles Match dort eingetragen. Ist schon überall angekündigt. Bist du verrückt? Quatsch, die können warten, bis sie blau werden. Ist ein Wunder, dass du nicht schon längst draufgegangen bist. Nimm mich als Kompliment. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid. Das ist ein guter Plan. Was machen wir da jetzt? Wo ist es überhaupt? Das ist es. Okay, wir müssen ins Kolosseum, ne? Und dort Shinra besiegen oder so und dann gibt sie uns den Schlüssel oder wie? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, also. Okay, auf jeden Fall wollen wir jetzt mal zu Chocobo Sam. Das ist eh am Wahlmarkt. Am Eingang. Gehen wir mal am Eingang, ja. Das ist gut. Schauen wir mal. Komische Musik. Ah, das ist das Chocobo-Theme, das neue. Cool. Chocomopper. Gibt es irgendwas, was wir noch nicht kennen oder was uns interessiert? Palma haben wir gar nicht gesehen bis jetzt. Ah. Jemand hat gesagt, dass man Palma auch im Honigtöpfchen sehen kann, wenn man nicht gleich zum Tanzen geht, sondern wenn man vorher links und rechts diese Räume anschaut. Hoppala. Da bist du ja, Champion. Meinen besten Dank, alle drei Chocobos sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Mit den drei Flitzern läuft auch mein Kutschbetrieb endlich wieder rund. Hier, das ist für dich. Das ist ein Freifahrtschein für unsere Kutschen. Damit kannst du so oft du willst mit den Kutschen von Sams Chocobo Express fahren.
Chocobos tragen einen, spenden einem draußen in kalten Nächten Wärme. Man muss die Viecher einfach lieben. Und dass ich mich am Wallmarkt über Wasser halten konnte, habe ich auch nur einzig und allein meinen Freunden hier zu verdanken. Wenn du ihnen in die Augen siehst, weißt du einfach, dass sie es gut mit dir meinen. Okay. Das heißt, wir können jetzt umsonst hin und her fahren. Das ist ja super geil. Wo sind da? Funktioniert das wirklich? Wie ist denn das? Oh, da sind sie ja, unsere Retter. Die Chocobos sind wieder da. Jetzt können wir unseren Betrieb wieder aufnehmen. Vielen Dank. Was ist wirklich nichts mehr? Cool. Okay, nicht, dass wir jetzt schon so viel ausgegeben hätten. Mit, glaube ich, dreimal sind wir gereist. Zweimal oder dreimal? Also nicht mal den ganzen Tausender. Ich meine, wir haben noch nicht so viel Geld, aber es ist schon okay. Gehen wir zum Kolosseum, ne? Wir sind eh geheilt jetzt. Sollte gehen. Bevor wir das machen, können wir kurz speichern. Diese Gardisten von nicht, dass wir da irgendwie abkratzen, unnötigerweise. Hier wollen wir drüber speichern. Ja. Haben Corneos Villa gestürmt. Entzündet. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo auf. Das heißt, wir gehen einfach Turnier machen, oder wie? Ah, da gibt's noch einen. Ah, da gibt's die dritte Musik. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Fight on. Okay, Bum-Bumchen, ein putzig anzuschauendes Plüschtier, das aus irgendeinem Grund explodiert. Okay. Und Krawummel, ein putzig... Und Krawummel auch dasselbe. Die wollen wir uns mal... Wir hatten schon ein Bum-Bumchen. Keine Ahnung, wo wir das bisher hatten, aber... Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Bevor wir da weitermachen, gehen wir zu Betty zurück und geben die Schallplatten ab. Nur, dass wir... wo war denn das überhaupt? Was wollten diese... Da rechts, naja. Da war das, ja. Langsam kenne ich mich in Wallmarket aus. Hoffentlich findet ihr tolle Lieder. Tolles Lied. Bei der Melodie fühlt man sich irgendwie ganz tapfer. Wow! Bei diesem Rhythmus gerät mein Blut richtig in Wallung. Ich fühle mich wie ein junger Krieger. Da kann man ja gar nicht stillstehen. Nicht wahr, Junge? Wir beide verstehen uns. Leben ist Leidenschaft. Wow, das Lied ist so schön beruhigend. Darf ich etwas hier bleiben und zuhören? Das war früher eins meiner Lieblingslieder. Aber klar. Und was haben wir noch zu spielen? Hä? Müsste es nicht noch einen... Wir haben ja da... Was? Haben wir nicht... Okay, langsam. Wir haben ja schon drei Platten gefunden, ne? Aber welches ist die dritte? So viele junge Menschen. Es sollte nicht markiert sein, die letzte auch. Wir haben ja doch noch schon alle drei gefunden. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welche es war. Nicht alle durchprobieren müssen, oder?
Also ich weiß, welche das es nicht waren. Das vielleicht? Dieses Lied ist nicht das Richtige. Die Musik heitert die Leute. Es sind immer noch alle ganz traurig. Ja, ja, ist schon gut. Die okay. Musik hat. Es sind immer noch alle ganz traurig. Wir haben doch schon. Die Musik hat. Es sind immer noch alle ganz traurig. Weißt du, welches es war? Was Wutai? Nein, war nicht Wutai. Die Musik hat. Es sind immer noch alle ganz traurig. Ich bin mir doch sicher, dass wir alle schon hatten. Das vielleicht? Nope. Die Musik heitert die. Es war schon Wutai, oder? Ist es deswegen, haben wir doch nicht alle und es fehlt uns der eine von dem? Aber es ist doch angezeigt worden als. Das ist. Das Problem ist auch, dass. Ich meine, dass wir es hier gefunden haben. Am Anfang gleich irgendwo, aber. Oh. Gehen wir mal. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Gehen wir mal ins Kolosseum. Ich hätte das gleich immer abgeben sollen. Diese Gardisten von Shinra haben Corneos Villa gestürmt. Wir haben noch einen. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Ja, Moment. Nicht wahr, oder? Hier wollen wir her. Pass bloß auf. Lust auf eine Runde? Sehr bitter. Aber offenbar waren es wirklich nicht die drei richtigen. Renzo weißt du auch nicht viel weiter, oder? Weil. Ich bild mir ein, dass ich alle drei hatte, aber. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen jetzt. Ich bin mir sicher, wir müssen jetzt wieder Kämpfe machen, aber wir schaffen das schon. Wir sind eh voll, okay. Wir lassen unsere Materials auch so, die passen schon so. Wobei, wir können noch bei Cloud. Ist eh Glut, okay. Glutfrost. Widerstand zum Leveln. Ach, das dauert auch wahnsinnig lange zum Leveln. Magieboost. Ausweichen und Umschlag. Den können wir noch ändern auf. TP-Boost. TP-Boost haben wir auch schon. Feindes können. Gebet. Chakra. Können hier Luft oder Toxin mitnehmen. Eins von den beiden. Nehmen wir Luft mit. Mit dem er zum Zaubern hat. Oh, Champion, du kommst gerade richtig. Diese Kiri, die heute ein Match antreten sollte, scheint kalte Füße bekommen zu haben. Wir warten schon seit Stunden und immer noch keine. Tja, Spur. Was ist mit der wie wohl passiert? Champ, würdest du ihren Platz einnehmen? Natürlich. Sondermatch, oder? Weil wir wollen das Match für den Quest machen, ne? Kein Problem. Oho, ein Mann, ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm wird sich niemand beschweren. Oh, what the fuck? Was machst du denn hier? Wo hat sich Kiri versteckt? Diese verlogene Diebin. Das muss ein Handlanger von Shinra sein. Kiri ist verhindert. Wir sind das Ersatzprogramm. Dann mache ich halt euch fertig. Schließlich habe ich mit euch auch noch eine Rechnung offen. Böses Blut zwischen den Kontrahenten im Racheengelkampf. Alles okay. Passt das nicht wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? Und ihr Kampf beginnt jetzt! Ich zähl auf dich. Roger, ich übernehme. Einer von Don Corneos Handlangern, er ist für einen Dolch bewaffnet und lässt Monster für sich kämpfen. Sinkende TP nimmt er Aufputschmittel.
füllen seine Schockleiste. Und er ist gegen Eis. Und er ist gegen Feuer. Absorbiert Feuer. Oh, das ist für Cloud nicht so gut. Mit Eis lassen sich ihre roten mit Heil ihre dunklen Flammen löschen, womit ihre Angriffe schwächer werden. Okay. Zuerst Hast. Los, gib alles! Na los! Nahkampf! Übernimm du. Dein Einsatz. Muss durchhalten. Oh, schwer schlimm. Neuer Versuch. Nichts überstürzt. Ich leg los. Ich zieh mich zurück. Jetzt hab ich hier das Sache. Noch bin ich am Leben. Da geht's ganz schön zu, ha? Ich übernehme. Wir haben Tifa immer noch keine Beschwörungsmaterial gegeben. Was kann denn sie machen überhaupt? Sie hat Vita drauf, okay. Das kann sie sich mal gleich mal an Barrett wenden, glaube ich. Oder sich selbst wenden am besten. Übernimm du. Ich zähl auf dich. Hier kommt Barrett. Hier steht auf. Ich zähl auf dich. Dann übernimm. Überlass das mir. Vergiss es. Verdammt. Ich mach das. Na gut. Ja, mal gucken mal. Ich muss mal die dunklen Flammen löschen, indem ich, damit ich die eines von den beiden ausschalte. Das machen wir am besten mit Barrett jetzt. Vita, Höllenhund. Einmal. Ich hoffe, das geht so. Nicht übertreiben. Und mit ihr können wir angreifen. Rückwärtssalto. Dann werden wir Fertigkeit auf Hochtouren. Gib ihnen Saures. Jetzt komm ich. Fertigkeiten Schwertsturm. Klingenstrahl. Schwertsturm. Glaub, schön weiter ausreiten. Nimm mit. Immer weiter so. Und er macht dann Hast auf alle. Schalten wir den Gang hoch. Brauchen wir gar nicht mehr. Das ist unser Champion, wie wir ihn kennen und lieben. Vor ihm wird selbst die wildeste Bestie zu einem schnurrenden Kätzchen. Ein souveräner Sieg für unseren Topstar. Ha, bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Ja, also Renzo sagt, also wir haben natürlich den einen, also wir haben einen, einen Song bekommen von dem Typen im Hotel, einen Song bekommen von der Arena und ich glaube einen Song von dort, wo dann der Draht rauf zum Shino-Hauptquartier geht. Aber ich weiß nicht, welcher ist. Abgefahren, ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf eure. Ich sollte alle drei haben. Aber gehen wir zu Kiri zurück. Schauen wir mal, was sie dazu sagt. Weil Renzo postet gerade in den Chat rein, den Titel von dem Typen in diesem Übernachtungshotel oder was das ist, hattest du. Das hatte ich ja. Die Suppe aus dem Automaten holen, wo man die Suppe aus dem Automaten holen konnte mit Johnny. Ja. Also das habe ich auf jeden Fall. Und wie war's? Es ist nur erledigt. Die Frage, wie es heißt. Shinra wird dich nicht mehr verfolgen. Oh, echt? Oh, wunderbar, da bin ich aber froh. Hast du deine Lektion gelernt?
Klar, immer vorher gucken, wen man bestiehlt. Das okay, war ja. Sie auf keinen Fall. Gut, das wär's dann erstmal, oder? Ich müsste eben mal nach Hause, wenn ihr nichts dagegen hey, habt. Stopp! Stillgestanden! Oma, was machst du denn hier? Das ist ihre Fräulein, Oma. Fräulein, du bringst mich noch ins Grab vor Sorge. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Ihr seid verwandt? Hatte ich das nicht erwähnt? Dieser kleine Frechdachs ist meine Enkeltochter. Guck, wir haben die gleichen Augen. Komm, Kiri, stell dich nicht so an und gib ihnen den Schlüssel. Na gut. Übrigens, darf ich eigentlich auch wissen, wozu der gut ist? Schnüffel nicht immer so rum, Kiri. Kehr erst mal vor deine eigenen Tür, bevor du dich wieder in irgendwas verwickelst. Sei nicht so fies, Oma. So schlimm bin ich doch gar nicht. Sagt die, die alles klaut, was nicht festgenagelt ist. Selbst eine diebische Elster hat einen Ehrenkodex einzuhalten. Mach deinen Job gefälligst anständig. Sonst kannst du dir aus dem Kopf schlagen, der nächste Racheengel zu werden. Warte mal, du bist der Racheengel? Und du bist von Avalanche. Ich kann deine Unruhe spüren. So viel ist noch ungetan, nicht wahr? Mir geht es genauso. Ob Racheengel oder Avalanche, so verschieden sind wir nicht. Das sind nur unterschiedliche Namen für einen gemeinsamen Kampf. Shinra. Jeder Mensch besitzt die Freiheit zu wählen, wer er sein will. Oder? Okay. Offenbar wusste Kiri wirklich nicht, dass das der Schlüssel zu... Der Schlüssel zu Dons Kronjuwelen sind? Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet hat. Da wollen wir sowieso auch hin. Schauen wir mal kurz. Die Jagd nach den Kronjuwelen. Das ist das, was wir... Okay, das heißt, die Medizin ist im... Also die geheime Medizin, der letzte Teil ist natürlich auch im... Moment, habe ich da jetzt schon? Ja, der letzte Teil ist natürlich auch in der Kanalisation. Die Schrei aus der Erde ist in der Kanalisation. Und die Jagd nach den Kronjuwelen ist auch in der Kanalisation. Das heißt, es fehlt uns nur die... Alibi. Gut, aber wir gehen jetzt kurz zurück zum Wallmarket und schauen, ob wir noch... Weil ich bin mir relativ sicher, dass ich alle drei Musikstücke habe. In der Gasse hinter dem Honeybee. Die Frau gibt dir den Song. Bei mir war es nämlich keine Frau, bei mir war es ein Mann, der dort gestanden ist. Ich bin mir relativ sicher, dass... Nummer 30 ist das. Okay. Also wir haben... Ich weiß nicht, wir haben ja zwei abgespielt. Ich weiß nicht, welche der zwei wir abgespielt haben. Ich kann mich wieder nicht erinnern, weil die klingen alle gleich für mich. Weil ich, musikalisch bin ich leider sehr unbegabt. Und ich weiß nicht, ob 30 dabei war. Ich habe auf jeden Fall einen vom Hotel, einen von der Kampfarena und einer von der Gasse hinter Corneos, dort wo es raufgeht zur Shinra-Platte, ne? Also zum Shinra-Hauptquartier. Schauen wir mal, ob wir jetzt drauf kommen, was es ist. Ja, es ist. Also 30 habe ich offenbar nicht in der Liste, das heißt, wir schauen nochmal. Also, wir gehen jetzt mal ins Hotel. Ist das so sein? Nein, oder? Es haben wohl mehr überlebt, als ich gedacht hatte. Ja, oh ja. Da ist der Typ, von dem ich eins hatte, ne? Hin und wieder muss man auch die Beine hochlegen, genau. Und einfach nur Musik hören. Das war ja. 16, ne? Ja, genau. Das war eins von den beiden, ja. Du, das sind Überlebende aus Sektor 7? Wo ist es? Wo geht's weiter? Da. Vielleicht habe ich sie einfach nicht genommen und ich muss es bei ihm kaufen. Oder bei der Person kaufen. Weil ich bilde mir ein, es war ziemlich sicher ein Mann, der bei mir dort gestanden ist. Und zwar direkt, wenn man da bei der Röhre rauskommt, links ist so eine Treppe von Gerüst auf und vor der Treppe steht eben dieser Typ, der die Musik hatte. Der da. Bei mir ist es ein Mann, wie gesagt. Hat die Musik dich aufgepäppelt? Das ist Wutai. Das ist Wutai. Das ist doch das, oder? Ja, aber das habe ich doch vorher abgespielt.
Okay, also wir wissen, es ist Wutai, es ist die gute Nachtmusik und es ist die Kampfmusik von der Arena. Das ist, wie heißt die? Fight On. Das heißt 16, 12, 16 und Wutai. Okay. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Nicht wahr, oder? Wo steht denn, Renzo schreibt gerade in den Chat, da steht eine Frau. Meinst du, hier sollte eine Frau stehen? Ich sehe da niemanden. Außer den Typen, der hier steht. Und der hat mir eben Wutai gegeben. In der Gasse neben Honeybee Inn. In der Gasse neben Honeybee Inn. Oh. Das heißt, der Typ mit Wutai gehört gar nicht zum Quest dazu. Das ist ja blöd. Das ist ja wirklich blöd. Okay, jetzt verstehe ich. Wir hatten nicht alle 30. Sondern hier irgendwo. Alles nur, weil ich noch ein Geschenk besorgt habe. Ich bin mir sicher, dass du nicht diese Seitengasse meinst, aber wir schauen trotzdem mal in die Seitengasse rein. Abgesehen davon, dass wir jetzt endlich diese Kiste holen können. Oh, Armor auf des Magiers. Das heißt, wir brauchen ihn nicht mehr kaufen, wenn wir ihn jemals verwenden wollen. Ja, okay. So, wir brauchen jetzt nur herausfinden, wo sie ist. Ich wohl falsch gelegen. Irgendwo höre ich schon. Ist nur die Frage, wo hier? Nein, ist da bei dem. Hopp, wow. Da ist es ein bisschen was anderes. Hier wird es lauter. Ah ja, da ist sie. Okay, die was hat er gemeint. So verzaubert? Jetzt ist alles klar. Du hast gute Musik gehört, was? Du kannst die Platte ruhig mitnehmen. Passt. Jetzt ist es klar. Es ist leider. Der Quest ist leider ein bisschen verwirrend, weil nachdem der Typ, von dem wir Wutai bekommen haben, wirklich auch noch technisch gesehen am Wall Market steht, bin ich da etwas verwirrt gewesen jetzt. Wir wollen eigentlich nach rechts, ne? Ja. Jetzt aber. Das Lied kenne ich. Dazu haben Marlene und ich immer getanzt. Doch nicht so! Das geht ganz anders. Das Lied war ein Hit, als ich noch jung war. Jetzt fängt er an zu Breakdancen. Ich zeig euch, wie das richtig geht. So, aus der Hüfte. Okay. Wow, toll! Jetzt weißt du, wie wir früher getanzt haben, Kleine. Okay, so was bekommen wir von Bett jetzt? Macht echt Spaß, gemeinsam Musik zu hören. Vielen Dank für die Platten. Gern. Uns hat's auch auf andere Gedanken gebracht. Irgendwann kommt der Tag, an dem unsere Siegesfanfare erklingt. Bis dahin werden wir tapfer kämpfen. Haha, etwa nicht? Coolio, das heißt, wir haben für Barrett was Neues bekommen. Und zwar Punkte! Und gleich die Atomschere weiter leveln. Da haben wir schon alles. Oh Gott. 18 Punkte, wir können einen. Längere Debuffs, Zusatzschaden von Element. Seta. Wind, Element. Jetzt schauen wir kurz, ob die überhaupt einen verlinkten Slot hat. Ja, hat sie wenigstens. Wir können noch nicht von diesem von dem jetzt profitieren, weil wir haben die Element Material per Cloud ausgerüstet, aber okay.
Das heißt, wir gehen jetzt in den Untergrund, ne? Das heißt, wo gehe ich am schnellsten hin? Dass ich das hingehe? Dort. Ich müsste da zu Fuß eh schnell sein, oder? Da geht's runter, ne? Ja. Da bin ich zu Fuß wahrscheinlich schneller mit der Ladezeit. Außerdem kann ich da Kisten aufschlagen und vielleicht Mogri-Medaillen finden. Wenn irgendwo Kisten sind hier. Ich dachte, hier ist zumindest eine... eine Ecke, wo irgendwie Kisten waren, oder? Ich glaube nicht. Moment kurz, da geht's hier nicht sonst. Okay. Kann mich auch hier. Auf jeden Fall, ich glaube mit der... zusammen mit der Ladezeit waren wir jetzt nicht wirklich viel langsamer. Da kann ich da irgendwie... regenerieren brauche ich eh nicht, okay. Ah, da gibt's ja eine Bank, okay. Gehen wir zuerst mal in die Kanalisation. Ah, nicht in die Kanalisation, ins unterirdische Versuchslabor. Butter wieder Schutzgold. Ja, wir müssen uns irgendwann mal Leviathan auch holen, aber da werden wir noch alle Sidequests fertig machen. Wenn wir alle Sidequests fertig haben, wenn du wieder halte einfach L gedrückt, um jederzeit wieder aufzusteigen. Oh cool, das heißt, das ist quasi so endlos, oder wie? Da kann man immer tiefer und wenn es zu schwer wird, kann man einfach L1 drücken. Cool. Nein, jetzt noch nicht. Okay. Wie viel gibt's da? 6 ist untergeschossen? Okay. Na dann. Haben wir schon was vor. Ich fürchte fast, dass wir das heute nicht mehr fertig kriegen. Ich würde aber wahnsinnig gern, weil ich weiß nicht, ob ich morgen streamen kann. Heute ist nämlich Ikea gekommen. Wir haben den Tisch von meiner Freundin fertig gebaut und meinen neuen Bürosessel. Oder meinen Bürosessel. Gestern Abend sind einige Straßen eingebrochen. An ein paar Stellen soll kein Durchkommen mehr sein. Genau, ich habe meinen Bürosessel gegen den gleichen Sessel ausgetauscht, den ich bereits hatte. Nur ist er jetzt nicht 8 Jahre alt, sondern neu. Und er ist nicht durchgesessen und wie auch immer. Okay. Und morgen ist mein Tisch nämlich dran und ich muss... mein Tisch ist... ich sage lieber nichts dazu. Ich weiß schon, das ist dieses, das ist der Behemoth in dem Raum, der vorher abgesperrt war. Moment mal, ich werde jetzt mal Barrett wieder umrüsten auf das Gatling-Gewehr wahrscheinlich. Den Knallbot. Schauen wir mal, ob wir den Knallbot so aufrüsten können, dass er noch einen Slot bekommt. Weil dann nehme ich den Knallbot, ansonsten sollte ich das Gatling-Gewehr nehmen. Ich glaube, er hat keinen Slot. Ja, shit. Okay. Moment, das kostet 12, das kostet 10. Gibt es hier bei hohen TP physische Attacke plus 5. Bei niedrigen TP Heilung plus 50, das ist gut. Bei niedrigen TP magische Abwehr. Das nehmen wir. Leider haben wir da keinen Slot jetzt. Schauen wir mal, was wir mit dem Gatling-Gewehr alles leveln können. Physische Attacke wäre gut, physische Attacke ist gut. Schaden von Feuerstoß 10%. TP Maximum physische. Ist ja nicht ganz gut eigentlich, weil da kriegen wir viel von den... wow, okay. Okay, Moment mal. 8 für 8. 5 für 6. Und 5 für 4. Das heißt, wir machen zuerst mal hier. Physische Attacke 5.
Dann machen wir hier physische Attacke. 12. Und jetzt haben wir hier 8 für 8. Und hier haben wir nochmal 6 für 5. Gibt es noch irgendwas Besseres? TP-Maximum. TP-Maximum. 150. 200. Da bleiben 4 über. Nehmen wir hier die physische Attacke, glaube ich. Nehmen wir die 200 HP, glaube ich. Oder 150 HP eigentlich. 200, genau. Dann nehmen wir die Gatling Gun jetzt. Ist jetzt fast so viel wie der Knallprotz. Nicht so viel HP, aber... Weil Knallprotz ist immer noch besser, aber fehlt mir einfach deinen Slot. Ah, der Knallprotz hat eh 4 Slots. Warum habe ich das falsch gesehen gerade? Hat weniger MP, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Ich kann noch Äther schlucken. Wir haben einen neuen. Ah, das ist der Armor des Magiers. Ja, das ist bestimmt. Das werden wir austauschen gegen ein magisches Zahnrad. Nein. Jetzt werden wir zu einem wundersamen Kristall. Stirnband, Sternanhänger. Nehmen wir die Schutzweste für ihn. Oder Ohrringe. Ich kann die Schutzweste nehmen, weil. Linshals zu. Das brauchen wir eigentlich nicht. Erhöht die Wirkung von heilenden Aktionen. Nachdem er heilt, hin und wieder auch. Vielleicht das? Machen wir es so, ne? Wir haben nämlich Barriere, Gewitter, Heilen und Zeit. Ja, lassen wir es so.